würde sofort was zu sagen, ja. Natürlich ist das wohltuend. Und als Pulse of Europe aufkam, das hat ja neue Wellen geschlagen und hat eben auch der Politik, die in so einem, ich sag mal so, der politik-mediale Komplex, ja, so ein bisschen gefangen war in der Idee, alle wollen nur noch Nationalismus. Ja. Stimmte ja nicht. Und Pulse of Europe und andere Bewegungen haben ja sehr deutlich gezeigt, das ist nicht so, sondern die Bürgerinnen und Bürger denken schon einen Schritt weiter als viele Politiker in diesem Punkt. Insofern ist es wichtig. Mir ist nur, also was ich eingangs gesagt habe, das nach vorne schieben, mir würde es zu weit gehen, wenn man dann nur sagt, die einzige Lösung kann darin sein, Europa so schnell nach vorne zu entwickeln, dass wir die Nationalstaaten gleich ablösen und die Europäische Republik gründen. Das ist so der Punkt. Und das sehe ich schon bei einigen, dass sie das Kind mit dem Bade ausschütten wollen. Das ist von mir, ich bin Föderalist. Ich wünsche mir auch die europäische, die Bundesrepublik Europa. Ja? Nur ich sehe die ehrlich gesagt weder in den nächsten 10, 20, 30, 40, wahrscheinlich nicht mal zu eigenen Lebzeiten. Ja, insofern, man kann da als Vision drauf hinarbeiten, als Leitbild, aber das kann nicht die heutige Politik anleiten. Ja? Und es gibt ja einige, die auch solche Ideen, ein Leitbild von Europa für die Zukunft, denken Sie an die Vereinigten Staaten von Europa, ja, die sowas auch immer wieder in ihre Parteiprogramme schreiben und im Namen führen, aber das ist ja nicht handlungsanleitend für diese konkreten Sachthemen. Und ich möchte gerne über diese Sachthemen auch sprechen, das ist so ein bisschen meine Idee. Aber dass Leute sich für Europa einsetzen, ist natürlich absolut wichtig, denn ansonsten gewinnen die, die sagen, der Nationalstaat wird es richten.